Ja. Also teilen wir uns kurz auf. Er geht aber ein bisschen den falschen Weg. Also wir müssen nach Dosen einfach. Nichts machen dort unten. Für Röku. Muss schauen, welche bei uns sind. Jo. Aber irgendwie bringt es diese Quest auch nicht so. Eigentlich bin ich eher auf den Loot aus, aber es droppen ja so wenig guten Loot. Also am wenig Loot. Gibt Reichsquests, wo man Gegner töten muss. Wo, da vorne. Okay. Wahrscheinlich macht er einen kleinen Umweg. So, wir haben die Quest erledigt hier. Jetzt könnten wir hier noch 3 Quests annehmen. Das machen wir auch. Weil die sicher nicht andere angreifen, nur fliehen, wenn sie schwächer sind als wir. Und wir sind Stufe 28, also 29 und haben deshalb wahrscheinlich sehr wenige Gegner, die unter uns im Level sind in der Warzone. Also jetzt haben wir 4, jetzt gehen wir noch die Reisequest holen. Mal schauen, was wir so Gegner, was wir für Quests haben für Monster, die in unserem Level sind. Ich denke mal hier ein paar Ork Captain oder wie die sind jetzt. Ja. Ja, ich bin Beshi. Darum heiße ich auch Heilerin. Ja, heute habe ich das Diablo 3 Rip of the Souls Let's Play begonnen. Ging eigentlich relativ gut. Bin einfach mit der Qualität der Stimme nicht so zufrieden. Also vor allem, es tönt so, als würde ich einfach zu nah am Mikrofon sein. Aber ich habe das Mikrofon immer ober dem Auge. Es ist einfach so extrem ultrasensibel. Ich verstehe das nicht. Lol, jetzt spricht schon wieder einer meinen Akzent an. Basler, Deutsch, halt. Ja, haben wir jetzt hier irgendwo... Da sind die Ork-Krieger, die sind aber nicht... zu wenig stark, die sind hellgrün. Basel? Ich wohne so nah in Basel, ich sag einfach in Basel und ich ziehe sowieso nach Basel, also bitte. Ja, ich bin ein Basler und bleibe ein Basler.
einer regionalen Basel. Ein Baselbieter. Kommt von Gebiet. Lol, was ist denn das mit dem Pferd? Die Uschi. So, gucken wir mal. Sehr große grüne Wespe. Aber das ist Honig sammeln. Große schwarze Witwe. Herumwandelnder Geist. Wederpanther. Großer Grizzlybär. Leichte Beschwör. Der Grizzlybär wäre noch eigentlich eines der besten. Ich weiß nicht, sehr große grüne Wespe ist zu schwach. Riesiger Bär. Aber da müssen wir so viel töten. 15.000. Dann lieber Grizzlybär. Warte, Moment. Sind die Bären diese dort? Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Zuerst hatte ich vermutet, du kommst aus Bayern. Ja, Bayern gehörte mal zum Bistum Basel, also. Wahrscheinlich ist es deswegen fast gleich. Oder war Bayern nicht im Bistum Basel, aber halt verbündet und so, keine Ahnung. Ah, bitte, wilde Panther, wo sind die? Die sind doch in Ignis. Mumienpriester, natürlich. Auch die noch. Ein Brief an Kraus. Der Onkel Kraus. Irgendwie kommen nur blöde Quests. Kleine grüne Schildkröte ist viel zu schwach. Das waren doch die Schildkröte da am Weststrand von Fiskel. Irgendwie finde ich keine anständige Quest. Wilde Panther, ich will nicht. Riesiger Bär. Ja, die XP sind schon ein bisschen schlechter. Ich nehme die jetzt einfach mal. Okay, riesiger Bär. 250 töten. 259 töten. Jetzt gehen wir noch kurz nach Fiskel. Der Seis, okay. Schauen wir mal, wo er ist. Ah ja. Hoffentlich wird er nicht abgeknallt. Aber irgendwie am Morgen sind ganz viele Alsen bei uns beim Wind gewesen. Niemand hat sich darum gekümmert. Und Dr. Med den Rasen, der Name. Ja, und niemand hat sich um die Eisen gekümmert, alle hatten irgendwie Angst. Also. Und ich hatte natürlich die wunderbare Waffe herausgenommen, habe sie extrem fest gekitzelt. Und bin dann gestorben. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ah, hier sind sehr große Wespen. Sind doch nicht so schlecht. Bin dann unten im Wald.
Ja, momentan geht es echt elend lange zum Leveln, da tut so eine Quest gut. Auch wenn sie extrem lange geht. Es ist zwar kein Luxus mehr und die Briefboten-Quests geben vielleicht ein kleines bisschen an EXP. Das ist zu wenig. Gehen zwar schneller, aber es ist einfach zu wenig. Okay, 15.000 sind auch nicht so viel, aber ja, ja. Man bekommt ja auch XP vom Killen. Ich hoffe nur, die Bären sind momentan nicht so schwach, um dann wenigstens ein bisschen XP zu bekommen. Ja, mach du auch mit hier. Ich muss wie irgendwie der Charakter umskillen. Boah, bin ich müde. So wenig geschlafen, immer Diablo 3 gezockt. Und gestern Abend sehr lange bis 2 Uhr Regnum gezockt. Und Terraria habe ich gezockt. Ja. Mal schauen. Okay, hier ist alles fertig. Jetzt müssten wir dort in das Gebiet, aber nein, kein Bock. Nicht die da Beschwörerin. Trainieren und die Beschwörung. Magische Rüstung, Schutz, passiv, cool. Nein, nicht das. Das. Boah, aber das kostet auch sehr viel. Mana Pool. Arkane Hingabe. Nein, Opferung. Energieleihe. Jetzt Synergiebinde. Drachenblut nicht, hinter die ganze brauchen wir nicht unbedingt. Verbündeten heilen. Selbstregeneration, göttlicher Eingriff, Verbündeten regenerieren. Das ist ja noch die. So. Sehr schön. Jetzt werden wir hier Dämonenleiche verbünden heilen, verbünden regenerieren, Synergiebindung, ehrgeizige Opferung. Ja. Schön. Ich liebe es. Hab für dich heilen und Mana geben bis Kills. Was bumm? Wieso ist jetzt weg? Keine Party mehr, oder was? Was ist denn los? Er ist offline, wieso ist er offline? Hat er wahrscheinlich Disconnect gehabt. Ja, kann passieren. Passiert mir ja auch ab und zu. Aber jetzt in der letzten Zeit hatte ich keinen Disconnect mehr. War wahrscheinlich ein Server-Bug. Server schlechter Server gehabt. Manchmal leckt es schon, ja. Aber eben keine Disconnects mehr, das ist gut. So, jetzt gehen wir hier unten durch. Jetzt bin ich in der Party, also der Partyleader. Mal schauen, wie der, wenn er wieder online kommt.
kurz was trinken. Geht nicht automatisch. Irgendwie hatte ich das gemacht. Dass es automatisch geht. Ja, egal. Kabel, du gehst weg. Also jetzt sind wir gleich bei den Bären. Und dann kitzeln wir sie. Mit unserem Megadämon. Ich dachte, das wäre ein Spiel, da die kleinen Hasen. Und jetzt kommst du nicht mehr online. Na toll, alles in online. Offline. Großer Bär, riesiger Bär. Die sind schon grün. Mist.